Innertkirchen an der Aare. Jetzt ist es 7:30 morgens und das Programm für heute ist ganz einfach. Da, wo jetzt die Sonne aufgeht, da bin ich gestern runtergekommen vom Sustenpass und dort rechts in das Tal hin hoch, da geht es dann zum Grimsel und da muss ich heute hoch von 625 Meter hier auf 2100 irgendwas. Das ist Pflichtprogramm und wenn es die Zeit erlaubt, dann anschließend noch auf den Furka-Pass. Ja, 1500 Meter auf 25 Kilometer, aber für heute Abend sind Gewitter angekündigt, der Spätnachmittag. Deshalb ist das heute auch ein bisschen Fahren gegen die Zeit. Jetzt ist es kurz nach 8:30 und jetzt liegt gerade so hier die Sonne auf über den Bergen. Das ist die erste Stunde. Bin ich schön im Schatten gefahren. Das war schon mal gut. So, und es kommen wieder höhere Berge und schon ist man wieder im Schattenland. Na, ich bin ganz froh darum. Ja, das wäre die Alternative mit dem Postbus auf dem Gipfel. Und an dieser kopfsteingepflasterten Straße, ich glaube, da lohnt sich jetzt auch mal ein Blick zurück ins Tal. Hier ist ja alles im Schatten, weil es im Hang lang geht, aber da unten inzwischen alles sonnig. Immer wieder schön zu sehen, was nach der nächsten Biegung kommt. Hier bei dem Grimselpass sieht man gar nicht, anders als beim Sustenpass, kilometerlang, wo die Straße hinführt, sondern es sind immer wieder neue Überraschungen. Und das scheint da oben der Stausee zu sein, die Staumauer. Ui, da geht es aber nochmal heftig hoch. Hier auf dem Stausee, dem ich nun angekommen bin, Räterich-Bodensee heißt er, das ist noch gar nicht der Grimselsee, da hat man natürlich einen schönen Blick. Ja, auf zur letzten Etappe für den Grimselpass und danach wartet vielleicht noch der Furka. Ja, und da hinten sieht es so aus, als würde eine neue Staumauer gebaut werden. Wahnsinnskoloss. Je höher man kommt, desto häufiger werden die Pausen bei mir. Ich rechtfertige das natürlich nicht mit den müden Beinen, sondern mit der wunderschönen Landschaft. Also bei diesen Straßen, da beschleicht mich irgendwie so ein James Bond-Feeling. Weiß auch nicht warum, aber kann man sich gut vorstellen, wie der mit dem Sportwagen da sich ein wildes Verfolgungsrennen liefert. So, jetzt hat man das Gefühl, man ist so richtig im Hochgebirge angekommen. Das ist auch beeindruckend da hinten. Das sieht so aus, als würde das Wasser mitten aus dem Felsen kommen. Ja, jetzt werde ich erstmal die Flasche wieder auffüllen, weil ich denke, den Furka-Pass kann ich heute noch in Angriff nehmen. Man sieht hier von Westen, vom Wallis, zieht sich zu und dann möchte ich doch gucken, dass ich heute noch rechtzeitig nach Andermatt komme.
Nun bin ich hier vom Grimselpass runter in Gletsch angekommen. Und das Flüsslein, was man hier sieht, das ist die Rhone. Da oben geht es dann zum Furka-Pass hoch, man sieht den Aufstieg und dann wahrscheinlich zum Rhone-Gletscher. Vielleicht sehe ich den auch noch. Tja, das ist das Dorf oder die Ansammlung von Häusern. Aber Eisenbahnfreunde werden auf ihre Kosten kommen. Hier ist eine schöne Schmalspur an, die da hochgeht, den Furka-Pass. Ja, das da hinten scheint tatsächlich die Rhone zu sein. Krass, wie sich da die nackten Fels runterstürzt. Und da fließt die Rhone dann schön in mit vielen Inseln. Toll, toll, toll. Tolle Landschaft. Und ich dachte mir, was macht die ganze Sache für ein Geräusch? Eine Dampflok, Wahnsinn. Und hier schraubt sich die Bahn hoch zum Furka-Pass. Aber ich muss doch feststellen, das stete Hochstrampeln hat sich gelohnt. Ich will mal sagen, ich bin jetzt auf der Höhe vom Grimselpass. Und wenn ich Glück habe, kann ich auch bei gutem Wetter den Rhone-Gletscher sehen, weil da hinten ist blauer Himmel. Ansonsten bin ich jetzt echt froh, dass die Sonne nicht so knallig ist, sondern dass es bewölkt ist. So, der letzte Kilometer ging nun mit Schlangenlinie fahren, weil das dann so steil wurde. Und hier sieht man so jetzt den Blick drüben ins Wallis, die Rhone runter. Da hinten sind auch noch schneebedeckte Berge. Naja, das wird dann übermorgen mein Ziel sein. Da oben thront dieses Rhonehaus, wie das heißt, wie so eine Trutzburg. Here we are. Der Rhone-Ausfluss aus diesem Gletschersee und dann da oben der Rhone-Gletscher, wo die Leute hinpilgern. Aber mir reicht dieser Blick, jetzt in eine Eisgrotte zu gehen bei dem Wetter. 16 Franken, das muss ich mir nicht antun. Schon sehr hochalpin, sehr karg, zackig, lebensfeindlich. So, ich liebe diese blauen Schilder. Nun ist auch der Furka-Pass bezwungen. Und das ist jetzt der Blick runter an der Furka-Reuss entlang das Tal Richtung Andermatt und die Berge da hinten. Soll niemand sagen, das sieht genauso aus wie auf der anderen Seite.
so weit hergeholt war die Assoziation mit James Bond nicht, denn hier auf der Purkerpassstraße, da wurde Goldfinger gedreht, einige Szenen. Na, da bin ich ja heute durch drei Kantone geradelt. Innertkirchen im Kanton Bern, dann zwischenzeitlich im Wallis auf der anderen Seite des Purkerpasses und jetzt hier in Uri. Da sieht man schön die Brücke über die Furka-Reuss, die die Bahn hier nimmt. Tja, so ein kleines Örtchen. Doch ziemlich berühmt. Voilà, und hier ist der Campingplatz. Eigentlich mehr so eine Art Parkplatz, aber hier rechts gibt es eine Wiese. Das wird schon reichen.